Du willst alles zu den neuen Sprüngen zwischen Pyro und Stanton wissen, was schiefgehen kann und was dich erwartet? Dann bist du hier genau richtig. Denn in diesem Guide zeigen wir dir alles zu den Wurmlöchern und Sprüngen, welche aktuell mit der Alpha 4.0 von Stanton nach Pyro möglich sind. Und natürlich erklären wir euch Schritt für Schritt, was ihr für die Nutzung der Wurmlöcher, also der Jump Gates zwischen Stanton und Pyro beachten müsst und was ihr besser unterlassen solltet, um nicht aus einem Wurmloch herauszufallen. Und auch wenn die kommende 4.0 mit dem kompletten Pyro-System einiges mehr an Gameplay und Features bringt, konzentrieren wir uns in diesem Video ausschließlich auf die Sprungtechnik und was ihr hierfür tun müsst. Und selbstverständlich zeigen wir euch noch einen völlig unkommentierten kompletten Sprung. Die Alpha 4.0 bietet die Möglichkeit, zwischen Pyro und Stanton zu reisen, das heißt die Nutzung eines stabilen Wurmloches. Einmal von der Reiseseite Pyro oder aber von Stanton nach Pyro. Und hier gibt es bis auf die unterschiedliche Optik der Eintritts- und Austrittspunkte keinen Unterschied im Sprung selbst. Und wie bei einem normalen Quantum Jump nutzen wir auch für einen Sprung durch ein Wurmloch unseren Quantum Mode. Das heißt, wir befinden uns nicht im Space Combat Modus und nutzen den Quantum Modus, da hier die UI-Anzeige dementsprechend wechselt, sobald wir uns einem Wurmloch nähern. In diesem Fall ist das Wurmloch bei unserer Ankunft bereits geöffnet, das heißt, andere Spieler springen gerade. Daher müssen wir in diesem Fall warten, bis das Wurmloch wieder nutzbar ist und wir es erneut selbst öffnen können. Und natürlich könnt ihr auch mit anderen Gruppenmitgliedern gemeinsam springen. Hierfür fliegt ihr einfach in einer Gruppe gemeinsam an das Wurmloch heran. Zudem werden verschiedene Wurmlöcher, stabile wie auch instabile oder temporäre, verschiedene Voraussetzungen anbieten. Aktuell ist der Sprung in der 4.0 mit allen verfügbaren Schiffen durch das Wurmloch möglich. Größenlimitierungen sind hier aber jederzeit noch möglich. Sobald wir uns nahe genug an einem Sprungpunkt befinden, ändert sich die UI-Anzeige entsprechend. Allerdings sind wir hier nach wie vor im Quantum Jump Modus. Zunächst erhalten wir eine Meldung, ob unsere Eintrittsvoraussetzungen stimmen. Das heißt, wir die passende Größe für dieses Wurmloch haben. Und nachdem hier das Wurmloch bereits geöffnet war, wird dieses zunächst geschlossen. Denn erst dann können wir den Tuning-Vorgang abschließen und mit einem Klick auf die linke Maustaste bei einem abgeschlossenen Tuning das Wurmloch manuell öffnen. Hier senden wir einen sichtbaren Impuls zum Wurmloch, welches sich daraufhin für unseren Sprung öffnet. Und nach Abschluss dieses optisch sehenswerten Vorganges können wir direkt unseren Sprung ebenfalls mit einem weiteren Klick starten. Nun werden wir in den Tunnel gesogen und starten unseren Sprung in Richtung Pyro. Im Tunnel selbst haben wir verschiedene optisch sichtbare Hindernisse, welchen wir ausweichen müssen und im Tunnel folgen. Und nachdem wir hier mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind und diese nicht selbst regeln können, haben wir hier nur die Option, uns dementsprechend auszurichten, zu rollen und zu versuchen, nicht irgendwo hängen zu bleiben. Und keine Sorge, solltet ihr die ein oder andere Barriere mitnehmen, erleidet ihr keinen großen Schaden oder der Sprung bricht direkt ab. Ihr könnt trotzdem relativ unproblematisch den Sprung durchziehen. Es ist allerdings zu empfehlen, in der Mitte des Sprungtunnels zu bleiben und den verschiedenen Hindernissen auszuweichen. Was passiert, wenn ihr das nicht tut, sehen wir in einem zweiten, späteren Sprung. Im Tunnel selbst ist das Navigieren relativ unproblematisch und ihr kommt auch mit größeren Schiffen gut zurecht oder auch als Anfänger. Der Sprung selbst dauert wenige Minuten und wir sehen den Übergabepunkt vom Stanton-System zum Pyro-System, in dem sich die Farbgebung ändert, von bläulich für Stanton zu rötlich-orange für Pyro. Hiermit haben wir dann auch die Information, wo wir im Falle eines fehlgeschlagenen Sprunges herauskommen, das heißt am Rande des Pyro-Systems oder am Rande des Stanton-Systems. Der Flug durch den Tunnel fühlt sich flüssig und nachvollziehbar an und wir haben nicht das Gefühl, ein Minigame zu absolvieren, sondern tatsächlich wirklich selbst durch ein Wurmloch zu fliegen.
Jedoch haben wir hier keinerlei Anzeigen, wie weit wir noch zu fliegen haben, an welcher Stelle wir uns gerade befinden oder wo der Ausgangspunkt ist. Das Feedback während des Sprunges ist hier rein optisch. Wobei es sehr intuitiv und einfach gestaltet ist, wobei es optisch nicht weniger beeindruckend wirkt. Den Abschluss des Sprunges haben wir erreicht, indem wir ins Licht gehen, das heißt in den Endpunkt eintreten. Hier verlassen wir dann automatisch den Tunnel und sind im Pyrosystem angekommen. Willkommen im Pyro. Die verschiedenen Austrittspunkte werden als rote Kreise dargestellt und wir haben noch ein bisschen Sternenstaub bei uns. Und aktuell wurden die Austrittspunkte bei einem Sprung deutlich von den Gateways entfernt, wobei wir doch einige Kilometer weit weg landen. Das macht es nicht möglich, verschiedene ankommende Schiffe abzufangen oder an einem bestimmten Punkt zu warten. Eine gute Designentscheidung. Es gilt aber zu beachten, dass ihr vor einem Sprung, beispielsweise nach Pyro, noch genug Quantum-Treibstoff bei euch habt, um noch einige Kilometer zurückzulegen. Eine direkte Tankmöglichkeit habt ihr damit nicht und das Gateway ist einige Klicks entfernt. Und bevor wir nun auf die Pyro-Entdeckungstour gehen, werfen wir nochmals einen Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten während eines Sprungs. Solltet ihr unabsichtlich oder in diesem Fall deutlich absichtlich versuchen, einen Sprung zu korrumpieren und aus dem Tunnel zu fallen, erhaltet ihr deutliche Warnmitteilungen bzw. ein optisches und akustisches Feedback. Und nachdem es bislang keinen toten oder leeren Raum zwischen den beiden Systemen Pyro und Stanton gibt, kommen wir entweder am Rande des Stanton-Systems oder des Pyro-Systems heraus. Dabei entscheiden sich die Entfernungen dieses ungewollten Austritts nicht wirklich vom regulären Austritt, wobei wir einfach auf der anderen Seite des Systems starten. Für valide Daten sind noch einige weitere Tests nötig, allerdings hatten wir nach diesem ungewollten Austritt keine Möglichkeit mehr, unser Schiff in Gang zu bringen und trieben einfach so im Raum. Gameplay-technisch macht es jedoch durchaus Sinn, gegebenenfalls einen Sprung zu einem System selbst zu unterbrechen und an einem unvorhergesehenen Punkt herauszukommen. Ob diese Funktionalität aktuell bereits gewollt ist oder bereits im Spiel implementiert, ist allerdings, wie gesagt, noch einige Tests schuldig. Daher gehen wir nochmals auf die Einzelheiten eines regulären Sprunges ein und was ihr beachten müsst, bevor wir euch zum Abschluss noch einen völlig unkommentierten freien Sprung zur Verfügung stellen wollen. Fassen wir einen erfolgreichen Sprung nochmals zusammen. Solange ihr euch im Quantum-Modus befindet, schaltet eure UI, sobald ihr euch in Reichweite eines Sprungpunktes befindet, um in die Sprung-UI. Die nachfolgenden Schritte, wie das Tuning, finden automatisch statt, wobei ihr dann manuell mit dem Auslösen, beispielsweise Standard der linken Maustaste, das Wurmloch aktivieren könnt. Ist dieses bei eurer Ankunft bereits aktiviert, müsst ihr warten und könnt es danach selbst nochmal öffnen. Ist der Sprungpunkt durch euch aktiviert worden, könnt ihr dann ebenfalls wieder im Standard mit der linken Maustaste den Sprung initiieren und werdet automatisch in den Tunnel gesogen. Im Tunnel selbst können wir die Geschwindigkeit nicht variieren, diese ist fest vorgegeben. Allerdings können wir navigieren, das heißt unsere Schiffsausrichtung ändern oder Hindernissen ausweichen. Während eines Sprunges sind wir also nur damit beschäftigt, die Ausrichtung unseres Schiffes anzupassen und den gegebenen Hindernissen auszuweichen. Mehr müssen wir hier nicht tun. Eine Anzeige oder optische Darstellung, wo wir uns auf unserem Weg befinden, gibt es nicht. Allerdings wechselt die Farbgebung, je nachdem, in welchem Systembereich wir uns befinden. Und bei Verlassen des Tunnels landen wir an einer zufällig generierten Austrittsörtlichkeit am Rand des Zielsystems. Und die ersten Sprünge sind definitiv ein Highlight in der Star Citizen-Geschichte. Genießt es! Und mit einem komplett unkommentierten Sprung verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. See you in the verse!